Ja, wappnen wir uns für eine riesige Reise. Für eine gigantische Reise, um ehrlich zu sein. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Ja. Kleinen Moment noch. Checken noch mal hier die Seiten, aber. Nö, nö, nö. Okay. Ich helfe dir. Obwohl, hier noch was? Nope, nope, nope. Dann gehen wir helfen. Bereit? Ja, Ma'am. So, jetzt läuft sie weg. Obwohl, wir kommen auch eigentlich da alleine hoch. Na los. So ein geiler Schleichweg. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Ob er noch an seine verstorbene Tochter denkt? Ist das eine Fangfrage? Ich denke mal ja. Das muss schon richtig heftig gewesen sein. Ich denke, er wird während des Spiels vielleicht ein bisschen darunter leiden. Vielleicht sogar extrem. Vielleicht lebt sie sogar noch, aber... Nee. Auf gar keinen Fall. Sie ist in seinen Armen gestorben. Nee. Hier ist wirklich gar nichts. Ein bisschen Geld mitnehmen. Katsching und so. Nix zu machen. Nope, nope, nope. Okay, gehen wir hier raus. Dem Spiel wird nur noch mal wirklich das Letzte aus der PS3 geholt. Das ist wirklich sehr detailreich. Wahnsinn. Alles ist wirklich super atmosphärisch gestaltet. Typisch für Naughty Dog, würde ich sagen. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Okay, ich renne eh jetzt mal nicht hinterher. Muss ja irgendwo sein. Oh, schade. Es war wirklich so, dass wir hier reingehen konnten. Aber nö. Na komm, leg doch mal Munition hier hinterm Baum. So viel wir es in den Spielen aus den 90ern noch kennen. Da lag wirklich Munition an den lustigsten Plätzen überhaupt. Nichts im Auto. Gar nichts hier. Gehen wir weiter. Leiter wird er garantiert irgendwo rumflattern. Hat Flügel bekommen oder so. Wie wär's, wenn wir hier hochgehen? Nicht helfen? Ne? Nichts möglich? Wie wär's mit dem Tuch? Auch nichts. Okay. Schauen wir uns noch ein bisschen genauer um. Irgendwo wird sie schon liegen. Oder hat Robert die jetzt auch mitgenommen, dieser Verräter? wirklich gar nichts. Ich werd... Ah! Hinter dem Auto. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Tutorial freigeschaltet. Ich denke, das brauchen wir nicht wirklich. Okay. Leiter hier dran und wir gehen hoch. Ich geh... Oh! Okay, okay. Ladies first. Du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Oh, der gute alte Flatscreen und die Boxen. Ja, da muss selbst er sich durchs Gesicht fassen. Alte kaputte Bücher. Alles komplett heruntergekommen. Yep. Purer Terror. Und nichts hat sich in den letzten 20 Jahren geändert. Es ist sogar noch viel, 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 viel schlimmer geworden. Eigentlich können wir was durchsuchen. Aha. Sammel Teile, um deine Waffen zu verbessern. Nehmen wir natürlich alle mit. Ist ja ganz klar. Nichts. Ich habe schon in der Demo gesagt, ich finde es super, dass wir wirklich die Schubladen aufmachen können, gucken, was drin ist. Denn meistens zerschlagen wir die ganzen Sachen nur. So wie man es aus den meisten Spielen kennt. Einfach nur so... Gib mir deine Munition, du dämlicher Schrank. Schränke haben auch Gefühle. Firefly-Anhänger, da gucken wir nochmal drauf. David Michael Vigil. Können wir ein kleines Nickerchen machen. Jack. George Frank, Helen. Robert! Robert. Der war also auch hier.
Ich bin mal gespannt. Wenn wir wirklich die Chance haben, den zu killen. Oder wir können ihn verschonen. Wird das Ende beeinflussen? Jetzt hier runter. Ich bin gespannt. Lobbert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Ja, tja, er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Warte, Sporen. Sporen! Wie hat sie das jetzt so... Ah, okay. Man sieht die Sporen. Wow, alles komplett vernebelt. Wenn wir die Dinger eingeatmet hätten, dann hätten wir garantiert Pflanzen im Gesicht bekommen. Wo kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Oh, die arme Wäsche. Jetzt riechen die nach Sporen und nicht mehr nach der frischen Morgenwiese, wie wir es eigentlich damals gekauft hatten. Oh, super ärgerlich. Taschenlampe ist immer gut. Machen wir direkt an. Um die aufzuladen, müssen wir wahrscheinlich wieder den Controller schütteln. Schon nicht schlecht. Okay, ducken. Da liegt ja der Grund. Yep. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Der hat wunderbar diese ganzen widerlichen Teile am Körper. Und der transpiriert wie Sau. Ich glaube, wir müssen dem mal ein Deo schenken, dem Alten hier. Und ich glaube, erst dann können wir ihn begraben. Hier sollten wir durchpassen. Obwohl, sollen ihn lieber verbrennen. Holy shit. Alles okay? Vorsicht. Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Vorsicht. So Infizierte muss man verbrennen. Pass auf, pass auf. Helf mir. Auf gar keinen Fall. Niemand wird Meine hier geholfen. Maske ist kaputt. Ich kann mich nicht. Ich kann Ihnen nicht helfen. Hey, aber wir kriegen deine Munition. Dankeschön. Was willst du jetzt tun? Wir haben wirklich die Entscheidungsfreiheit, von der ich gerade gesprochen habe. Entweder verschonen wir ihn und er kann uns hinterher in den Rücken fallen, oder wir knallen ihn jetzt ab. Wenn wir ihn jetzt aber abknallen, kriegen wir dann vielleicht böse Karma-Punkte oder so, wie wir es vom Fallout her kennen. Wir können ihn von dem Leiden erlösen, aber wer weiß, ob der uns später nochmal in den Rücken fällt. Wir haben wenig Munition. Ich werde ihn mal verschonen fürs Erste. Gucken, was passiert. Wenn er uns später in den Rücken fällt, wissen wir eigentlich Bescheid. Dann können wir ihn immer noch erledigen. Dann werde ich dann ab sofort, ab dem Punkt, wo so ein Typ uns in den Rücken fällt, jeden erschießen. Es wird nur komisch sein, wird er sich hier hundertprozentig verwandeln und hier bleiben? Kann auch der Fall sein. Wir könnten ihn auch jetzt erlösen, aber Munition ist knapp. Lassen wir es sein. Wir brauchen die Munition für wichtigere Dinge. Komm zurück. Sorry. Definitiv eine harte Entscheidung, aber Munition ist knapp. Wir müssen an unser Überleben denken. Okay, R2 gedrückt halten für den Lauschmodus. Oh, wow. Okay. Da sehen wir sogar alle durch die Wände. Schleiche dich von hinten an, den Infizierten heran und greife ihm ins Dreieck. Können wir den Lauschmodus aktiv lassen? Ja, können wir noch wegnehmen. Verreck! Ganz leise und ruhig. Keiner von deinen Freunden soll wissen, dass wir hinter dir standen. Okay, zwei hier. Erwürgen ist nicht drin. Schießen wir drin. Was ist, wenn der Typ uns jetzt von hinten anfällt? Das wäre so geil. Himmel. Ich sehe hier keinen anderen Weg. Und sollen wir wieder eine Kugel mehr? Wenn wir den Typen gerade nicht erschossen haben. Was mit Licht? Die reagieren, glaube ich, auf Licht, aber die klickern nicht. Die wir aus der Demo kennen. Vielleicht kommen wir hier dran vorbei, wenn wir schleichen. Wie gesagt, es geht wirklich in The Last of Us nur ums Überleben. Nichts anderes. Kämpfe müssen vermieden werden, wenn es wirklich geht. Folgt die uns? Macht nicht den Anschein, aber wir kommen an den vorbei. Kann man den Lauschmodus hier aktivieren, aber nö, nö. Da ist sie doch. Perfekt. Genau so muss es laufen. Haben wir die wunderbare Munition?
Dann laden wir auch mal direkt nach. Schön, dass das Nachladen auch nicht so super schnell funktioniert. Was hat die denn? Wie von einer Biene gestochen. Ich glaube, die hat ein bisschen Sporen eingeatmet. Da liegt auch noch was. Okay, haben wir voll. Oh, die Viecher drehen komplett durch. Okay, wunderbar. Ich denke, die Masse können wir hier ziemlich abnehmen. Gehen wir nochmal hier so ein bisschen in das Sporengebiet. Aber immer schön im Schleichmodus. Ich glaube, ich setze mich mal lieber hier an die Wand. Nichts. Okay, geh mal rein. Wirklich gar nichts. Ich würde mich jetzt kaputt lachen, wenn die uns hören. Ah, kleine Notiz. Nachricht am Bruder. Können wir die vergrößern? Hey. We're so close. Oh, kann man kaum lesen. Schade. Na gut. Obwohl, wir können da lesen. Da wird sogar übersetzt. Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns so in ein Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Sporen bemerkt, bis es bereits zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit ich dir wenigstens diesen Zettel schicken kann. Ich hätte auf dich hören und mit in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu spät. Pass auf dich auf, Mark. Sie wollten in die Zone und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben. Also es ist besser, ums Überleben zu kämpfen. Okay, was ist mit dem Radio? Können wir das nicht aufheben? So richtig schön Zombie überziehen, so. Hör die schlechte Musik. Okay, endlich frische Luft. Das waren alle. Trotzdem sieht das Wasser total verpestet aus. Hoffentlich. Gehen wir zurück in die Stadt. Bin ich auch für. Frische Luft. Ja, wie gesagt, es wurde auch langsam dafür Zeit. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Irgendwas hier in dem Bus? Ja, ein Moment. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Ja, das Spiel ist wirklich so gut gestaltet und Munition ist wirklich so schlau platziert. Munition ist sowieso knapp, da wir hier ums Überleben kämpfen, aber... Ne, nichts. Wirklich. Ich gehe gerne mal durchs Areal. Kann immer mal was liegen. Sicher den Eingang. Geht klar. Als ob das keiner sieht. Selbst wenn das so ein bisschen getarnt ist. Verdammt. Das Brett ist weg. Okay, das ist mies. Also ist hier definitiv jemand eingedrungen? Wärst du so nett, bitte? Nö. Ich hole es. Ich guck erstmal durch die Schränke. Und guck, was überall hier so drin liegt. Oder was hier auf dem Boden liegt, alle Zeitungen. Müll, 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 Müll. Hier haben wir ein Brett, hier haben wir ein Brett. Okay, unsere erste Klettereinlage. Können wir Anlauf nehmen? Sollten wir hier rüber? Oder sollten wir darüber? Oder sollten wir irgendwas holen? Wir sollten irgendwas holen. Nämlich dieses Brett. Hier, reich es rüber. Okay, aber irgendwie muss ich noch hochkommen. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Meine Fresse hat die Kräfte. Hat wohl gut gefrühstückt, auch wenn das Essen so knapp ist. Okay, wo geht's jetzt für mich nach oben? Geht doch. Schwing deinen Arsch hoch.